herzlich willkommen zurück. Mechanismus 7 Meter. Herzlich willkommen zurück. Stix in der Festung. I'm sure I heard something. Tom Akenasch, ja, schön, Stix, dass du jetzt hier gleich Rambazamba machst. Good. Let's get back to work. Komm ich daran? Ja. Nein. Deaktivieren. So. Jetzt geht da unten die Tür auf. Da muss ich hin! Wie auch immer ich dahin komme. Oh je. Oh je, oh je. Ja, da muss ich genau hin. Aber die kriege ich doch nicht weg. Goldharztränke habe ich noch einen. Noch einen! F5! Erstmal, ich glaube, ich muss mich dafür irgendwie... Ich muss darüber hüpfen. Unsichtbar und dann weg. Aber schaffe ich das überhaupt in der Zeit? Wenn der da jetzt so runterhüpft, geht... Hier war Unsichtbarkeit, gell? Weil sonst komme ich da nicht rüber. Ich kann die nicht alle ausschalten. Das ist völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Eieieiei, das wird eine Aktion. Weg da! Nein, hier ist keiner drinne. Found nothing suspicious. Sehr schön, ja, nothing suspicious, genau das wollte ich hören. Das hier. Oh, ein Messer. Messer. Wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Da geht ein Weg hoch. Komme ich denn hier? Kann ich ja nicht hier hochklettern irgendwo? Nein, hier ist keiner. Shit, das kann doch nicht sein, dass ich hier keine Chance habe, hier irgendwie hochzuklettern. Da oben muss ich rein. Nee, ich will keinen Goldharztrank benutzen. Da unten steht auch noch eine Wache. Muss ich da echt da hinten die Treppe jetzt nehmen? Gut, hauen wir uns dann erstmal rein. Habe ich denn noch einen Lebenstrank? Den hauen wir uns vielleicht auch mal rein. Oh, leck mich am Ärmel. Doch, da könnte man drauf. Warte mal, wenn der jetzt da wieder weg ist, ist da drüben auch so ein Haken in der Wand? Ist da drüben ein Haken in der Wand? Ja.
Oh nein! So ein Scheiß! Komm ich da drüben hin, ohne dass der mich sieht? Ja den gleichen Weg. Da. Machen wir erstmal hier aus. So. So, da war doch noch so ein Ding in der Wand, oder? Ja, jetzt nur die Frage, sieht der mich, wenn ich jetzt da drüben hinhüpfe? Weil da kann ich dummerweise nichts ausmachen. Aber ich muss da oben, ich sehe das Loch, sehe ich ja da oben. Nein, Stücks. Das war schon mal ganz Banane. Ah, ich hasse das Springen. Ich will schleichen und nicht springen. Ich muss doch hier irgendwie darüber kommen. Nein, so nicht. So nicht. Und da oben kann ich mich anscheinend nicht... Ach. Mama, was denn ja heute ist es ja wirklich. Kann sich nur noch um. Sag mal, jetzt kommt er nicht mehr dran. Das kann doch nicht sein. Muss ich mich jetzt da hinstellen? Ich verstehe es nicht. Ja, mach, geht nicht mehr da dran. Eben so ein Zwischensprung. So. Scheiß drauf. Irgendwie muss ich da jetzt rüberkommen. Minutenlang hier rumgekaspert mit so einem Ding, aber hier ist nichts. Das hätte ich. Das hätte ich. Tja, jetzt die Frage. Ich könnte zwar jetzt darüber, aber hier bin ich komplett im Licht. Zur Not gehst du über die Klinge, Freund. So, ah, okay. Das ging raus aus dieser Zone. Was war das? Eine nervige Zone. Ja, beliebige Taste. Komm. Almost there. I just got across this area. And I should be in the high security section. Nur noch hier durch. Nur noch. What are they up to here? One thing sure. It's best not to be on the wrong side of the bars when I find out. Ach, du ahnst es nicht. Wird das jetzt eine ganz wüste Kletterorgie hier werden, oder was, oder wie? Oje, 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 oje. Tjo. Da komme ich nie von der Wand dran, da fliege ich gleich runter. So. Und du? Ich muss aber da drüben hin. Es hilft mir doch gar nichts, wenn ich jetzt da, wenn ich da jetzt mich hinmache.
Ist da noch irgendeine Möglichkeit? Komme ich darüber? Werde ich gleich wissen. Kommen wir. Hier geht's nicht durch. So. Da liegt ein Seil. Damit irgendwas anfangen? Nö. Aber anscheinend müssen wir gar nicht dahin. Ah, dann war der Weg doch nicht so schlecht. There's no sense to it. Why persist? Have they forgotten what happened in the creation of Akanosh? Hundreds of dead? Workers like fools wandering the corridors. There's no sense to it. It's... Was machst du? Ich höre doch schon wieder diese scheiß Viecher da unten rumlaufen. Ja, die sind so ganz unten. So. Der schläft. Da hätte ich einen Tisch, über den ich könnte. Geht aber wieder zurück. Ein Messer will ich hier nicht für den Hans will ich kein Messer verschwenden. Tolle Aktion. Und keine Gesundheitstränke mehr. Doch noch einen Lebenstrank habe ich. Was soll ich jetzt die Leiche hier wegtragen? Wohin? Wohin? Es stehen aber auch überhaupt keine Tränke mehr, kein Nix mehr in irgendeiner Form. Nee, das lade ich nochmal. Den einen wollte ich zwar killen, aber nicht so, dass er mich vorher entdeckt. Das war's nicht. So. Jetzt macht der ihn mal hier rum. Jetzt geht er wieder zurück. There's no sense to it. Why persist? Have they forgotten what happened at the creation of Akanosh? Hundreds of dead? Workers like fools wandering the corridors. There's no sense to it. It's... Wo komme ich da unten unter den Tisch? What's that noise? Nein. So komme ich da nicht unter den Tisch. Ah, Styx, Mensch. Ich glaub's nicht. Ja, bla, blub, jetzt geht er wieder zurück. Erzählt gar nicht seine Geschichte. It's probably nothing. By the heart of the tree. Es kann doch nicht sein, dass man blöd jedes Mal an denselben verfluchten, verdammten Hocker stößt. Ich werd wahnsinnig. Steht da echt bescheuert.
Der steht da sowas von bescheuert, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein! Aber da ist auch dieser blöde Schrank. Ich komme nicht über den rüber. So, mach dich mal zurück. So funktioniert das einfach nicht. Ja, so funktioniert das schon besser. Warte mal, bis du wieder hier gewesen bist. Und holen dich dann. F5. Das gibt's ja nicht hier. Ich komme nicht voran. Eisensohlen. So, Freund. Das hätten wir. Herr Fünfer, jetzt bist du dran. Egal wie. Das hat mich genug genervt hier mit dieser kleinen Ecke. So. Na, zappel noch ein bisschen. Nehmen. Was haben wir denn jetzt eigentlich hier? Was, er hat mir doch angezeigt, ich solle hier hin. Tja, was ist jetzt hier? Was ist jetzt hier? Hier geht's runter. Das habe ich ja schon festgestellt. Aber... jetzt hier weiter. Da drüben. Buäh. Was machen die da unten? Sieht aus, als wenn die da irgendwelche Menschen kochen und braten. Ja. Ich habe auch momentan gar keinen zum Hochsicherheitstrakt runter. Ja, da läuft einer. Aber da vorne will ich nicht runter, weil da vorne sind natürlich entsprechend ätzende. Könnte ich da drauf? Das noch höher, das Ganze hier. Wenn man da drauf springt und dann irgendwie darüber. Den könnte ich eventuellerweise von oben mir krallen. Weil ich muss auf alle Fälle da irgendwie da hinten links. Er geht zurück. Da komme ich auf alle Fälle. Da hinten komme ich schon weiter. Vielleicht sogar ohne hier alles rebellisch zu machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da hinten nicht dann tausende von den Schaben noch habe. Los, komm doch mal her, Mann, mach die noch mal weg. Ja, mache meinen ersten Anlauf. Sind zwar schon wieder fast 20 Minuten. Einen teste ich aber. Einen Anlauf und dann... Dann machen wir für die Folge Feierabend.
Scheiße. Genau das hatte ich befürchtet. Muss da hinten längs und da einen Schaden. Nein! Was kommt er noch? Denen vorbeikommen. Wo geht's hier links? Ja, okay, hier kann man erstmal hin. Hier ist anscheinend keiner. Muss ich da wirklich jetzt oder muss ich hier noch tiefer? Warum soll ich denn hier tiefer laufen? Säure! Oh nee, was soll ich denn mit Säure? Was soll ich denn mit Säure anfangen? Wie komme ich hier weiter? Nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwie durch die Schaben da durchballere, dann muss ich da gar nicht hin. Vorbei. Ist da hinten ein Loch in der Wand oder sowas hier? Ich finde hier auch keine Löcher mehr in der Wand. Diese mistigen Schaben hier. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass da geht's, kann es nicht weitergehen. Oh! Oh, 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 wie kommt der denn hier hoch? Der denn hier hoch? Der hat das Licht wieder angemacht, die blöde Sau. Ist jetzt hinten runtergegangen. Ah ja, okay, der ist dann da längs gegangen. Okay, da muss ich mir erstmal einen Kopf machen. Da oben sind natürlich auch zwei von den Viechern. Ob ich da irgendwie die Wand hoch kann oder muss oder ob ich hier vorne durch muss, weiß ich noch nicht. Das klären wir in der kommenden Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao! Nun wird's langsam kritisch. Oben sind irgendwie zwei Schaben, da komme ich irgendwie schlecht vorbei. Ich weiß aber eh nicht, ob ich da wieder hoch soll. Weil ich denke inzwischen, ich muss hier durch den Raum irgendwie kommen. Das ist natürlich beschissen, weil der Ritter hier seine Runden dreht. Da muss ich mal schauen, ob es da noch irgendwelche anderen Gänge und Möglichkeiten gibt. Ansonsten habe ich zumindest mal gesehen, er kommt hier hoch, wenn man die Star ausmacht. Dass man ihn dann vielleicht sich krallt und killt. Aber das ist schon wirklich eine schwierige Ecke. Aber egal, das probieren wir beim nächsten Mal aus. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bye bye und ciao.